Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World in Conflict Soviet Assault. Wir befinden uns gerade auf der Mission. Wir sind auf dem Weg, beziehungsweise die Russen sind auf dem Weg nach Fort Teller. Und wir müssen jetzt versuchen, die dort aufzuhalten. Renschen, Parker, errichten Sie Verteidigungspositionen bei den beiden Furten. Ja, danke, ja, mach Falls ich. der Iwan bereits dort ist, eliminieren Sie ihn. Verstanden? Wenn er die Chance hat, sich zu verschanzen, bevor wir dort sind, können wir die Hauptstreitmacht nicht mehr aufhalten. Beeilen Sie sich, Parker. Je eher wir uns verschanzen, desto besser. Captain Webb steht bereit, Sie zu unterstützen. Und jetzt los! Eagle 6 over. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Colonel, ich hab's vorher diese schon mal Wälder sind probiert, ideal aber. für Infanterie. Mit dem Wald als Deckung könnten wir fast bis zum Fluss vorrücken. Sie haben recht, Captain. Also. Durch den Wald hätten wir einen Überraschungsmoment. Parker, nutzen Sie die Wälder als Deckung für Ihre Infanterie, wenn Sie sich auf den Fluss zubewegen. Versuchen Sie, den Iwan zu überraschen. Dienstbereit. Steigen in Transporter. Sheridan, alle bereit, sind an wir Bord. Rücken aus. Wir fahren zu Koordinaten. Kampfbereit. Fahren zu Koordinaten. Fahrzeug ist bereit auf. Fahren zu Koordinaten. Brauchen Sie unsere Unterstützung? Rote läuft. Sascha, Hanvi rückt aus. Brauchen Sie unsere Fahren los. Genau, fahrt mal alle los. Restzeit bei Sekundärziel. Was ist denn unser Sekundärziel überhaupt? Sichern Sie sofort beide Funden. Ah. Okay. Sheridan bereit. Fahren zu Koordinaten. Sind unterwegs, wie befohlen. Brauchen Sie ein schnelles Transportmittel irgendwo hin? Ja, Sir. Einsatzbereit. Los, auf zu dem Grenzbereich. Tempo, Tempo. Geben Sie uns Ihre Befehle. Schweres Maschinengewehr verfolgt das Ziel. Ja, okay. Schneller. Tempo. Wir lassen die Ketten reißen. Da drüben sind schon Panzer. Das ist für mich nicht so cool. Wir erwarten Ihre Befehle. Wenn jetzt hier andere Abwehrraketen. Ziel erfassen. Rauchvorhang aktiviert. Wir sind einsatzbereit. Sofort mit der Rakete Ziel erfassen. Wie lauten Ihre Befehle? Sheridan greift an. Wie befohlen. Feuer eine Rauchgranate ab. Feindlicher Soldat ist gefallen. Feind im Visier. Wie schaut es hier aus? Ja, geil. Fahren zu Artillerie hier. Feuere weißen Phosphor auf das Gebiet. Mann, Tempo. Fahr los. Was hier? Wir beeilen uns. Boah. Wie? Wir haben eine ihrer ja, das war natürlich sehr schlau. Wirklich, muss ich schon sagen. Das, Sollen wir Truppen? Mechaniker ist vor Ort und beginnt mit der Einheit geht richtig. Zielgebiet wurden ausgelöscht. Mittelschwitz. Feuere zu Koordinaten. Unterwegs zur Feuerposition. Einheit ausgelöscht, das ist so ein Witz. Ich weiß nicht mal, wie ich die überhaupt Roger. Irgendwie aufhalten soll. Das ist, also... Zulu 9 feuert mit Mörsergranaten. Ja, von... Wir haben eine ja. ihrer Einheiten erwischt. Was? Wo denn jetzt schon wieder? Direkter Treffer bei beiden. Feind im Visier. Rakete abfeuern. Sofort Rakete abfeuern. Feindliche Einheiten im Zielgebiet erledigt. Ja, Team ist bereit. Wir rücken aus. Gehen in Position. PA-Team rückt zum Zielort vor. Ja, Sir, die Artillerie ist bereit. So, jetzt feuern wir da auch mal hin. Ich muss wieder aufpassen, dass ich nicht wieder anfange, in Schweigen zu verfallen. Ja, es ist schwierig. Es ist echt schwierig, weil man ist dann auch so gebannt von dem Spiel. Und dann. Feindliche Einheiten im Zielgebiet. Da ist ja noch einer. Oh Mann. Der Panzer ist nur noch Schrott. Wir sind einsatzbereit. Ja, schön, der Panzer ist nur noch Schrott. Mobiler Mörs sind unterwegs, Sir. Schauen wir mal, ob wir den jetzt kriegen. Nee, komm mal her. Ja, Sir, bin unterwegs. Schauen wir so weit vor, dass wir den sehen können. Nee, jetzt geht's. Geil, jetzt bin ich zu nah da. Jetzt kann ich den nicht mehr einsetzen. Arsch, wieso kann ich den jetzt nicht mehr einsetzen? Oh Mann. Jetzt, ah ja, weil ich war wirklich zu nah da. Kettenfahrzeug ist Ziel erfasst. Und boom! Okay, hat eigentlich kaum was gemacht. Leichter Panzer unterwegs. Das ist natürlich auch geil. Oh, ich brauche einfach hier mal diese. Wir sind einsatzbereit. Feinde im Visier, Sir. Rakete abfeuern. Dann komm halt doch. Pistole. Mission erhalten. Wir nehmen uns das Ziel vor. Zulu 9, Ende. Roger. Pisst euch. Habe feindliche Panzer im Visier. Over und out. Ziel an. Feuer auf Feinde. Feuer eine Rauchgranate ab. Tempo.
Jawohl, so kann das gehen. Oh, da ist ja noch einer. Ja, geil, den Panzer verliere ich schon wieder. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Mache ich das irgendwie falsch oder so? Ja, super. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Verstanden, Antivegetationsschlag ist unterwegs. Das war's ja, Antivegetationsschlag. War vielleicht auch wieder falsch. Mache mich auf den Weg. Sheridan bereit für Befehle. Ja, die sind jetzt auch eigentlich nur noch Schrott da hinten. Aber hier halte ich irgendwie lustigerweise durch. Also. Antivegetationsschlag wurde am Zielort eingesetzt. Ja, das finde ich cool. Dankeschön. Aber mal Zeit, gehen wir mal so entlang, Roger. Bitte. Koordinaten erhalten, Panzerbrecher ist unterwegs. Mache mich auf den Weg, fahre ab. Ja, Absatzzone hat sich geändert. Welche Brücke darf jetzt nicht? Gut gemacht, Parker. Der Ivan hat sich jetzt wahrscheinlich bei der anderen Furt verschanzt. Also rechnen Sie dort mit Widerstand. Meine Leute gehen jetzt in Position, Sir. Und meine Späher melden verstärkte Aktivität der Sowjets auf der anderen Flussseite. Die bewegen sich schnell. Dann müssen wir schneller sein. Sie wissen, was zu tun ist, Parker. Eagle 6, over. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Aber vorher will ich bitte noch so zwei Humvees haben und noch einen leichten Panzer. Wir werden angegriffen. Ja. Eagle 6, bitte kommen. Hier ist Bannon. Ja, komm, das schafft er schon. Wir sind 2 Kilometer von unserem letzten Wegpunkt entfernt und kämpfen gegen eine kleine Sowjetvorhut. MTBs und Jeeps, over. Ist mir egal, gegen was Sie kämpfen, Bannon. In der Gegend gibt es eine Brücke und die sollen Sie zerstören. Melden Sie sich, wenn das erledigt ist. Eagle 6, over. Ja, ich ziehe mich mal schnell zurück und werde jetzt hier. Brücke, ach so, das ist die Brücke wahrscheinlich, die nicht zerstört werden darf, wahrscheinlich, was er wahrscheinlich wieder nicht schafft. Und deswegen dann super, hätte ich einfach die Nachnahme. In Ordnung, Sir. Hätte ich wir rücken so, aus. Hätte ich das nicht so blöd machen müssen. Ja, verpisst euch jetzt da, ich komme jetzt gleich wieder mit 5 Panzern und dann habt ihr, ja, dann habt ihr ein Problem, ja. Brücke darf nicht zerstört werden. Welche Brücke denn jetzt eigentlich? Ich sehe keine Brücke. Nee, sorry, ich sehe echt keine Brücke. Hat er weiß irgendwas eine Brücke? Wir haben das Fahrzeug verlöscht. Hier PA-Team, was können wir für Sie tun? Hier ist Webb. Wir schlagen uns mit mehreren russischen Zielen herum. Roger, Webb. Haltet sie zurück. Eagle 6, over. Ja, dann schicken wir einfach mal da so. Das wird zwar jetzt wahrscheinlich auch mich treffen, aber treffen eine Hauptzahl von Gegnern. Und da ich bei der anderen Fluss eh noch Zeit habe, fahre ich jetzt einfach mal rüber und werde die jetzt hier. Ja, ich werde die jetzt einfach hier nochmal killen. Genau. So, und schon haben wir jetzt hier wieder komplett. Ja, lauft hier schon mal davor. Perfekt. Ja, hopp jetzt hier. Verpiss dich. Dankeschön. Oh Mann. Mechanisierte Einheit. Ja, Sir. In Ordnung. Wir werden ihn sofort reparieren. Ja, schon wieder welche. Ja, komm, das werdet ihr doch wohl schaffen. Da kommen noch, sind doch wohl genug. Ja, eben, Mensch. Ja, also die Mission ist eigentlich recht schwer. Vor allem einfach dadurch, dass man irgendwie beide Furten sichern soll. Okay, vielleicht habe es auch ich einfach nur falsch gemacht, kann auch sein. Aber es ist auf jeden Fall echt schwierig, wenn man beide gleichzeitig sichern müsste. Dann ist das sowas von schwierig. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf der Aufnahme so schwierig rüberkommt, aber das ist wirklich verdammt schwierig. So, das will ich gar nicht hier.
deswegen machen wir das jetzt so. Roger, habe feindliche Panzer im Visier. Over und out. Dann machen wir noch so. Und dann machen wir noch so. Und fertig. Boom. Boah, wie die abgehen. Wie meine Panzer da abgehen, ey. Alter. Das ist ja voll hardcore. Ja, einfach mal einmal eine Rakete drauf. Boom. Die gehen voll ab. Wie schaut's mir denn weiter drüben aus? Ja, das sieht gut aus. Die Furt ist... Die Furt ist auf jeden Fall gehalten. Naja. Kettenfahrzeug ist bereit aufzurücken, Sir. Melde, dienstbereit. Brauchen Sie unsere Unterstützung? Ja, Sir, sind zum Grenzbereich unterwegs. Jetzt haben wir das da drüben auch schon mal gesichert. Was jetzt hier kommen schon wieder. Hä? Oh. Ach, da drüben, da kommen auch wieder welche. Wir sind einsatzbereit. Was jetzt, Sir? Fahren zu Kurs. Ja, komm. Wir brauchen Befehl. Pisst euch doch nicht auf. Ziel wurde überwacht mit der Rakete. Siehst du, wenn du das schon anschaust. Was jetzt, Sir? Feind im Visier. Kaboom. Rakete abfeuern. Wir werden angegriffen. Schauen wir, ob das jetzt so richtig läuft. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ein Ziel? Guter Schuss! Direkter Treffer bei Feinden! Sie haben eine Einheit verloren! Was? Oh fuck! Was sollen die Rollen in den Kampf? Ihre Befehle rollen in den ja, Kampf! Ja, gut. Wir werden angegriffen! Ja, ihr werdet angegriffen. Schön, kann ich jetzt gerade nicht ändern. Mein Gott, ich bin ja irgendwie gerade so. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Die da drüben haben das wohl hoffentlich unter Kontrolle. Der Web. Ja. Verstanden. Zulu 9 feuert mit Mörsergranaten. Diese Roger, habe feindliche Panzer im Visier. Over und wir sind in Kämpfe verwickelt. Das war wieder ausgezeichnet, Parker. Ich schicke Ihnen ein paar M60. Verlieren Sie sie nicht. Bis Bannon zurückkehrt, sind die alles, was wir haben. Falls er zurückkehrt. Die Koordinaten waren nichts wert. Webb hier. Meine Männer verstärken jetzt den zweiten Übergang. Und Sir, ich bin sicher, Bannon schafft es. Natürlich. Halt, wobei das ist ja das Arschloch. Das wissen wir noch nicht, ob der das jetzt irgendwie geschafft. Wir halten die Pfoten, Parker. Kümmern Sie sich um Ihr nächstes Missionsziel. Und jetzt zum letzten Übergang, Parker. Die Brücke ist der Preis. Erobern und sichern Sie die, die ich nicht gefunden habe. Das ist auch cool. Das ist die Brücke. Eagle 6, hier ist Bannon. Lagebericht, over. Roger, Bannon. Sie haben also Ihr Missionsziel nicht erreicht. Die Brücke wurde zerstört, Sir. Wir ziehen uns jetzt zurück, sind aber auf verstärkten sowjetischen Widerstand gestoßen. Oh Mann, bist du doof. Wir können den Übergang nicht ewig halten. Wenn Sie nicht rechtzeitig hier sind, müssen Sie einen anderen Weg finden. Aber Sir, hier wimmelt es von Roten. Ja, das ist bitter, danke. Das ist völlig egal, Bannon. Eben. Der Ivan bekommt die Brücke nicht, bloß weil Sie inkompetent sind. Eagle 6, over. Ja, genau. So, einfach mal. Euch schicken wir auch einfach mal daher. Nein, du musst mal dahin, bitte. Okay, Rückzug, bitte. Können wir immer noch da drüben auch reparieren. So, boom. Wir liegen an beiden Pfoten unter schwerem Beschuss. Verstanden, Captain. Können Sie die Stellung halten? Ich glaube schon, Colonel. Trotzdem wäre etwas Rückendeckung nicht schlecht. Roger, ich sehe zu, was ich tun kann. Ja. Eagle 6 over. Eagle 6 over. Ja, Rückendeckung in der Tat wäre jetzt nicht unbedingt schlecht. Oh, da kommen schon die ersten. Boom. Luftfahrunterstützung bringt euch Geschenke. Sheridan bereit für Befehle. Wir rücken aus. Volltreffer wird bestätigt. Wenn die alle von da drüben kommen, brauche ich eigentlich hier ja nix. Wie läuft's bei Ihnen? Ganz gut, Sir.
Die Russen greifen wie verrückt an, aber wir können noch eine Weile durchhalten. Jawohl. Mir geht allerdings langsam die Muni aus. Roger, ich besorge Ihnen Nachschub. Halten Sie durch. Ich besorge Ihnen Nachschub. Ich bringe Sie Ihnen sogar eigenhändig. Boah, es ist jetzt hart. Wie viele Panzer ich jetzt hier habe. Boah. Nein, 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 nein. Ich bleib bitte mal. Wir werden ihn sofort reparieren. Unterwegs, wie befohlen. Schau es mal an. Das ist ja der Wahnsinn, also. Naja. Heute schaue ich auch, dass ich mal die Zeit wieder einhalte. Neues von Colonel Wilkins? Ich habe vor einer Stunde kurz mit ihm gesprochen. Er will, dass wir uns in Cascade Falls treffen, der Garnisonsstadt, nicht weit von Fort Heller. Wie viele Männer hat er? Wissen wir das? Er sagt, er hätte zwei unterbesetzte Kompanien, Captain. Oh, jawohl. Und jetzt kommen ganze Regimenter sowjetischer Truppen. Das wird kein leichter Kampf, Colonel. Nein, ganz sicher nicht, Captain. Ganz sicher nicht. Ja, das war aber eigentlich von vornherein klar, oder? Bei mir, was ist jetzt hier? Also da kommen ab und zu mal so einzelne kleine Teile. Aber sonst nicht auch nichts. Halten Sie die Brücke, bis Bannon eintrifft. Parker. Wir warten noch ein bisschen, aber wenn Bannon nicht bald kommt, jagen wir die Brücke in die Luft. Okay, oh, okay, cool. Roger, Iceman steht in den Startlöchern, bewaffnet und bereit. Die schießen auf uns! Feindliches Ziel vernichtet! Parker, das Wetter wird schlechter und die Luftwaffe sagt, dass sie uns bald keine Verstärkung mehr bringen kann. Fordern Sie an, was möglich ist, bevor die Flugzeuge Startverbot kriegen. Achso, das hier wahrscheinlich. Wahrscheinlich das hier. Ich denke es jetzt angegriffen. Roger, Koordinaten erhalten. Panzerbrecher ist unterwegs. Ne, schauen wir mal. Ja, da drüben habe ich alles. Also ich kann jetzt auch hier nichts mehr. Eingeflogene Verstärkung verloren. Ja, ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch 250. Koordinaten waren nichts wert. Panzer endet. Doch, die Koordinaten waren was wert, weil jetzt sieht man es. Wir werden angegriffen. Boah, es ist hart. Das schaffen wir letzte niemals. Möglichkeit, Verstärkung anzufordern, Parker. Ja, danke. Ich habe nichts mehr. Und ich kann auch hier gerade nichts mehr machen. Die da drüben werden vollkommen überrannt. Also beide Pfoten habe ich jetzt abgeschlossen, das Ziel, oder? Ja, ach ja. Brücke darf nicht zerstört werden. Halten Sie die Brücke, bis Bannon eintrifft. Also ist mir eigentlich mir völlig egal, was da drüben passiert. Naja, auch gut. Brauchen Sie ein schnelles dann Transport, haben wir es nun mal auf Seite. Infanterie einsatzbereit. Jawohl. Ich habe gerade mit der Luftwaffe gesprochen. Die Flugzeuge haben Startverbot und das bedeutet keine weitere Verstärkung. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Ja, Eagle 6, over. Das wird, glaube ich, mit den 1, 2, 3, 4, meine zu vielen Panzern. Verstärkte Bewegung sowjetischer Artilleriefahrzeuge auf der anderen Flussseite. Roger. Die dürften in ihre Richtung unterwegs sein, Parker. Schicken Sie ein Einsatzteam los, um sie zu eliminieren. Okay. Wie viele sind es jetzt? 4. Das ist in Ordnung. Ja, doch, das ist in Ordnung. Das ist... Ne, 5. Halt, 5. Oh Mann, ich kann schon wieder nicht zählen. Das ist doch... Eagle 6. Ich habe einen Lagebericht. Meine Speer sagen, dass die Hauptstreitmacht der Sowjets in das Gebiet vorrückt. Oh. Wir müssen die Brücke sprengen. Das ist ja... Bannon, bitte kommen. Wo zur Hölle sind Sie? Das ist ja auch kein Ding da hinten. Das ist also... Nee, also... Vielleicht stehen Sie im Kampf, Sir. Und die Hügel stören die Funkverbindung. Wir sollten Ihnen noch etwas Zeit geben. Verdammt, wenn ich nicht bald von Ihnen höre, spreng ich die Brücke und zieh weiter. Also der und der Bannon, die sind irgendwie echt... Ich weiß ja nicht, aber die sind schon nicht gerade so die besten Freunde, ne? Setz die Gustavs ein, dann zeigen wir diesen Bastarden mal, was eine Hake ist. Gustavs? Ja, setz mal bitte die Gustavs ein. Gustavs sagt mir gar nichts. Ich hab nur was zu den Tau-Raketen rausgesucht. Die haben ja hier diese Tau-Raketen. Um auch was wieder für das letzte zu haben, ne? So wie bei der letzten Folge. Die Vernichtung der Artillerie, das war gute Arbeit, Parker. What? Konzentrieren Sie Ihre Truppen jetzt auf die Brücke. Hier ist Webb. Wenn Bannon nicht bald hier ist, müssen wir uns zurückziehen. Ich kann mir hier keine weiteren Verluste leisten. Uiuiui. Boom. Ja, die Tau-Raketen sind nämlich auch ziemlich interessant. Eigentlich. Und zwar verfolgen diese Raketen nämlich das Ziel optisch. Deswegen, die heißen, das ist eigentlich totaler Blödsinn. Also, ich persönlich verstehe die Namensgebung nicht. Muss ich jetzt mal sagen.
Weil, es sind insgesamt, sieben Wörter, aber daraus haben sie nur drei Buchstaben rausgenommen. Aber irgendwann werden die Russen durchbrechen. Also ihre Hauptstreitmacht kann nicht mehr weit sein. Verstanden, Captain. Wir halten die Brücke so lange wie möglich. Ja, aber für Bennett riskiere ich nichts. Wenn er zu spät kommt, muss er sehen, wie er klarkommt. Sir, wir brauchen seine Panzer für den bevorstehenden Kampf. Vielleicht. Aber wenn wir diese Brücke verlieren, wird es keine weiteren Kämpfe geben. Das ist der Wahnsinn, wie der weggekloppt wird. Einfach nur. Und was auch eine ganz interessante Nebeninfo zu diesen Raketen auch ist. Ich meine, es sind jetzt nur eine Sorte von Raketen. Ne? Nur diese Tow-Raketen, also diese optisch verfolgbaren Raketen. Und da wurden über 620.000 Raketen produziert. Sind auch, also nicht nur jetzt für die USA, sondern die werden auch zum Beispiel auch von Deutschland genutzt. Habe ich zumindest auch gefunden. Ich hoffe, das ist richtig. Eingesetzt wurden sie halt vor allem im Vietnamkrieg, auch in Afghanistan, im Irakkrieg. Okay, und ich glaube, ich soll da hinten mal kurz aushelfen. Boom. Boom. Bitch. Und ja, 1965 wurde die auch schon entwickelt, von daher haben hier die Entwickler auch wieder das den Zeitrahmen eingehalten. Also es gibt nichts, was es nicht vor 1989 auch nicht gab. Nee, das war jetzt verwirrend. Also alles, es gibt nur die Sachen, die es auch schon vor 1990 gab. Ja, genau, so wollte ich das sagen. Oh Mann. What the fuck is going on here? Du willst mich doch verarschen. Boah. Oh, bleib da, du Vollhong. Ja, ja. Boah, ist das hart. Das ist doch abnormal. Ist mich verarscht. Ja, perfekter Artillerietreffer bringt mir leider kaum was, weil das ist der abnormal was hier abgeht. Vielleicht sind sie ja sogar schon tot. Bereiten Sie die Sprengung der Brücke vor und los, Parker. Ja, ist mal. Wie bereite ich die vor? Oh, zieh dich mal bitte zurück, zieh dich zurück. Bis überleben. Eagle 6, hier ist Bannon. Noch nicht die Brücke sprengen. Wir sind einen halben Kilometer entfernt und greifen gerade ein paar sowjetische Panzer von hinten an. Ja. Befehl zurückgezogen, Parker. Noch nicht die Brücke sprengen. Ja, das habe ich jetzt gemerkt, danke. Mann, nee. Ja, das war eigentlich mal perfekt. Der greift die richtig schön von hinten an. Richtig schön. Anal von hinten. Ne, jetzt begebe ich mich auf das Niveau vom Quoth in den Let's Plays. Boom, räumen wir hier mal auf, würde ich sagen. Das war gerade noch rechtzeitig. Bitch. Dafür ist hier. Danke, Sir. Ja, das hat er mal echt gut gemacht. Ey, ich habe eine Mission geschafft in der Zeit von einer Folge. Wow! Ja, das ist ja perfekt. Dann haben wir auch ein perfektes Ende der Folge. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Servus!